Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Division 2. Wir spielen Broken Wings und wir müssen den guten John befreien. Wir sind jetzt hier am No Hope Hotel und ich bin fast der Meinung, das müsste doch dann, glaube ich, hoffe ich doch, das Ziel unserer Fahndung für diesen Teil sein. Und hier werden wir hoffentlich den guten John finden. Okay, die Jungs da oben stehen schon parat. Ein Scharfschütze ist auch dabei, da müssen wir also ein bisschen vorsichtig sein. Oh ja, die haben auf jeden Fall... Ja, das könnte interessant werden. Aber dann wollen wir mal loslegen. So, das ist kontrolliertes Gebiet. Das heißt, wir kriegen Unterstützung. Verstärkung unterwegs. Da kriegen wir Unterstützung. Den Scharfschützen müssen wir als erstes ausschalten. Very important. Scharfschütze ist down. So, kommen unsere Jungs. Kommen und da hinten kommen sie. 86 Meter sind noch am Anmarsch. Suchen also noch den Kampf bzw. die Party. So, den hier auch aus dem Spiel genommen. So, da oben möchte wieder einer eine Drohne loswerden. Dröhnchen, Dröhnchen, Dröhnchen. So, jetzt sind sie da. Wurde aber auch Zeit. Wir haben schon mal begonnen. Oh, jetzt kommt wieder so einer hier. Oh ja, weg hier, weg hier, weg hier. Noch so einer. So, den hier müssen wir aus dem Spiel nehmen. Der hier stört ein bisschen unsere Bewegungsfreiheit. So, werden hier meine Kollegen über die rechte Seite kommen, nehme ich die linke. Aber wir müssen aufpassen, da links tut sich was. Was ist denn da los? Schwer gepanzerter Feind erkannt. Ah, hat sich erledigt. Schwer gepanzerter Feind. Der will jetzt hier bestimmt auch mitmischen. Da ist er. Dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum-di-dum. So, wir müssen näher ran. Wir müssen näher ran. Die Bullets haben nicht genügend Wirkung. Jetzt aber. Oh, wir haben keine Munition mehr. Da geht es uns dann doch aus im Gefecht. So, du kommst da nicht mehr hoch. Okay. Ich glaube, wir müssen hier ran. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Hier gibt es ein bisschen Moon. So, okay, wen haben wir hier noch? Haben wir hier niemanden mehr? Kontrollpunkt ist gesichert. Sich nähern, Feinde erkannt. War natürlich klar. War klar, ne? Von da gegen sie vor. Hab dich im Blick. Hört mir. So, dann hier, das hier. Und wir gehen hier rüber. So, erstmal den Kollegen hier wieder schießen lassen. Eieieiei. Au, das tat weh. Aber jetzt konzentriert er sich auf die Drohne. Das heißt, wir können ihn unter Feuer nehmen. Sehr gut. Auf der rechten Seite müsste noch jemand sein. Ah, da hinten kommen sie. Gleich hier mal unter Feuer nehmen.
Da werfen wir doch mal eine Granate rein, um den hier aus dem... genau aus der Deckung zu holen. Bingo. Also da müsste noch irgendwo einer rumspringen. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Ja, ist klar, ne? Schwer gepanzerte Feinde. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh ja, die Drohne muss raus. Die Drohne muss raus. Genau auf ihn hier. Auch ich lade nach. Sehr schön. Als hätte ich es geahnt, das war dann wohl doch am Anfang ein bisschen zu optimistisch, dass wir hier jetzt rankommen. Aktualisierung, okay, erfolgt. Sehr schön, das heißt, wir müssen jetzt wohin? Rayburn House, okay, wo ist dieses Rayburn House? Wo ist Rayburn House? Augenblick mal, ist das jetzt wieder... Ach, okay. Rayburn House ist natürlich wieder ein Kopfgeld. Ja, machen wir gleich. Erst sammeln wir hier mal ein. Zum Nachschubraum freigeschaltet. Denn es gibt natürlich hier einen Nachschubraum. Es gibt hier Munition. Wir werden natürlich unser Dröhnchen einpacken. Mittlerweile habe ich ein bisschen hier aufgeräumt in meinem Inventar. So, dass wir wieder ein bisschen was mitnehmen können. So. Luti, Luti, Luti. Ist da noch was? Nein. Haben wir hier noch was? Nein. Da gibt's noch was. So, ein paar Raketen wären natürlich schön für unseren Raketenwerfer. Den finde ich immer besonders gut für die Eröffnung des... Okay. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Ach, was kommt denn da? Danke. So, da haben wir ein paar Raketchen, ein paar Granaten. Zivilisten in Gefahr. So, das sollte reichen. Den Rest lassen wir liegen. Das sollte es sein. Ah, der Kontrollpunkt-Officer braucht unsere Unterstützung. Ich weiß nicht, ob wir es ohne Sie geschafft hätten. Natürlich nicht. Ich meine, was ist das für eine Frage? Ohne Sie hätten wir das nicht durchziehen. Ja, komm, komm, komm. Halt mich hier nicht so lange auf. Danke, Agent. So, was braucht er denn alles? Wir haben kaum noch Vorräte. So, ich gebe wieder mal mein letztes Hemd für euch. Sehr gut. Wir suchen nach dem Kopfgeldeinsatz. Foxtrot 2. Okay. Oh, da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen verschluckt. Foxtrot 2. Oh, das ist so einer. Soll mir auch recht sein. Die nehmen wir mit. Ich bestätige. Dann müssen wir da lang. Alles klar. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Alles aufmunitioniert. Wir haben ein paar Raketen. Und wir haben 14 Minuten Zeit. 14 Minuten. Das sollten wir doch schaffen. Da lungern wieder welche rum hier. Ups. Ups. Da habe ich ihn schleichen hören. Wobei schleichen kann man da nicht sagen, wenn man ihn hört, ne? So, wie weit haben wir es denn noch?
Weil den Kollegen wollen wir auf jeden Fall nochmal mitnehmen. So, da links ist noch einer. Da kümmert sich aber die Drohne drum. Ja, so sehe ich das auch. So, da wollen wir lang, da wollen wir rüber. Da steht die Presse, die aber nicht mehr presst, in Anführungszeichen. So, da geht's runter. Wir müssen aber, glaube ich, ins Gebäude. So, da ist eine Patrouille. Ach, also, was müssen wir denn jetzt wieder tun? Eigentlich müssen wir da hoch. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Ach, da sind wir noch gar nicht. Wir müssen erstmal ums Gebäude rum. Okay, aber müssen wir links oder rechts ums Gebäude? Ja, wir laufen links. So, hinter uns ist irgendwo einer. Aber um die Jungs kümmern wir uns jetzt mal nicht. Wir müssen da lang. Noch knapp 2 Kilometer. Quatsch, 0,2. 200 Meter. So, okay, da stehen wieder welche. Ah, da kommen wir nicht rum, da kommen wir nicht rum. Dann bringen wir uns mal lieber wieder ein bisschen in Sicherheit. Es ist ja ein Deckungsshooter, ne? Das heißt, wir sollten auch in Deckung gehen. So, jetzt geht mir hier die Deckung aber aus. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Just in diesem Moment hat er keine Deckung. Oh ja. Unsere Luftüberlegenheit schwindet. Okay, wo treibt... Oh, da treibt sich da ihr... Oh. Da ist er, der böse Bube. Und bringt uns 2 Granaten. Das ist doch gut, das ist fein. So, wo sind wir jetzt? Okay, da geht's lang. Viel in der Nähe. Ah, okay, ich ahne es. Ich ahne es. Wir werden rechts herumlaufen. Ja, ja, das ist dieses Teil. Okay. Ah, habe ich doch beinahe hier einen verpasst. Nein, nein, nein. Den hier, um den hier wollte ich mich kümmern. So, wir müssen uns in eine bessere Position bringen. Wir müssen näher ran. Es hilft nichts. Nur so wird ein Schuh draus. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie wir hier hochkommen. Unbeschadet möglichst. Da oben spielt nämlich die Musik. Ach du Schande. Ach du Schande. Ah, jetzt werfe ich das Ding dahin. Schab. Jetzt kommt er von hinten. Da kommen sie. Ja. Was ist jetzt damit? Kommt der Kollege jetzt noch hier hinter mir oder? Oh oh. Oh oh. So. Okay, der andere muss hier noch im Cooldown.
Wir linsen mal kurz darüber. Ah, da sind sie. Eieieiei. Ah. Naja, okay. Ja, dann hält man das Geschütz hinter der Mauer den Rücken frei. Oh, zwei von diesen Teilen wieder, die ich ja so mag. Okay, komm, kümmere dich um ihn. Sunny muss weg. Okay, jetzt geht da bestimmt die Tür auf. Ah ja, da geht's jetzt rein. So, wo ist denn unser Geschütz? Ah, das ist mittlerweile im Cooldown wieder. Dum-di-dum-di-dum. Da drüben holen wir Material, da holen wir Material. So, das Kopfgeld würde ich gerne noch machen. Den guten Bishop holen, den schnappen wir uns. Oh, was sind da? Ratten? Wo ist er denn? Der ist jetzt irgendwo da oben. Ah, das sagt mir doch was. Das sagt mir doch was. Ah, ja. Okay, das ist dieses Gelände. Ach, das ist noch nicht fertig. Tja. Noch warten, bis das Geschütz fertig ist. Dann könnten wir das da vorne hinwerfen. Ah, kommen wir natürlich gerade wieder nicht hin, ne? Ja, gefickt eingeschädelt. Aber da kriegen wir es drauf. Da tut sich was um uns herum. Da tut sich was. Nachtigall, ich höre dir trapsen. So, da springt noch irgendwo. Zwei springen da noch rum. Da sind noch zwei unterwegs. Drei. Oh ja, da kommt jetzt wieder eine ganze Horde. Bei mir! Bei mir! Nee! Erst ist er drin, dann ist er wieder raus. Das ist lustig. Tango, so, der muss weg, der muss weg. Haben wir linke Seite noch jemanden? Links nur. Ah, da geht's in die Wand. Okay, da. So, da kommen noch mehr raus. Ich weiß zwar nicht, ob ich das gut heißen soll. Aber wie heißt es immer so schön? Viel Feind, viel Ehr. So, was ist mit der Kavallerie? Jetzt gehen wir aber mal hier richtig ran. An den Feind. Das ist das Ziel, Agent. Okay, sehr schön.
Jede Menge Material hier zum Aufsammeln, Munition und so weiter und so fort. Und das ist das Ziel. Okay, haben wir alles aufgesammelt soweit? Haben wir alles? Ne, da haben wir noch Munition. Da gibt es noch was. Und wo müssen wir jetzt hin? Wo blinkt es? Da runter, glaube ich. Da sind die zwei Kollegen. Die werden wir uns noch schnappen. Oder vielleicht auch nicht. Yo, also, der gute Dave Reno Bishop ist als nächstes dran im Kopfgeld hier bei uns, The Division 2. Ich glaube, ich gehe ja noch ein bisschen an die Bar, werde mir noch ein Bierchen gönnen, bevor wir hier dann in die Action gehen, in die Action sozusagen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, wir spielen The Division 2 und zwar Broken Wings. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dann lasst mir doch gerne ein Abo da, wenn ihr auch die weiteren Folgen nicht verpassen wollt, die ich hier in The Division 2 noch zocke. Ich sage jedenfalls recht herzlichen Dank und freue mich auf euch, wenn ihr wieder mit dabei seid. The Division 2 Broken Wings beim Baden Farmer. Tschüss, ciao, cheerio, bis demnächst.